einfach alles für mich, wisst ihr, alles. Und da will ich einfach, ja, für alle nur das Beste, wisst ihr. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich schnappe jetzt meine verdammte, gefälschte Hugo Boss Tasche. Haut mir auch die Kommentare voll. Der Gutschein muss raus, er ist 1000 Euro hoch jetzt. Das ist unglaublich. Und dann knallen wir jetzt ab in mein scheiß Auto rein und werden jetzt in die Kleinstadt scheppern. So machen wir das. Die Möglichkeit besteht auch, sowas will ich jetzt auch in Zukunft machen. Abonnent zeigt mir seinen Dönerladen. Genau, so machen wir das. Und der Franklin, der gute Julian, der kommt auch noch an den Start. Der ist hundertprozentig am Start bei in Wolfratshausen später. Jetzt ballern wir aber verdammt nochmal los. Oh mein Feini, genau aus diesen Tieren wird der Döner produziert. Glaub mir, so ein Ding ist das. Oh, und da sind ein paar Pferdis. Oh, guck mal. Ja, mein Feini. Ich muss neues Gras holen. Die wollen frisches Gras. So, da sind wir am Start. Wir sind jetzt in Nienburg. Genau an der Ecke. Guck mal, da oben ist er. Steakdöner. Da gucken wir aber von drinnen noch mal genau, ne? Was ist denn, ich habe gesehen, euer Steakfleisch, ne? Es ist 100% Steakqualität. Das ist 100% Steakqualität. Also ohne Zusatzstoffe, gar nichts. Bindemittel irgendwie drin? Nee, gar nichts. Ja, wir gucken mal erstmal rein. Ich stelle gleich alles mal noch weitere Fragen, ne? Was macht ihr da drauf? Kräuterbutter. Ah, Kräuterbutter. Mhm. Sag ich euch, wenn dieses Brot, also generell mit Butter drauf, das Gamechanger. Einfach ein bisschen Butter drauf. Das Ding schmeckt 5000 mal heftiger. Ihr macht Gemüse auch mit rein. Frittiertes Gemüse, ne? Was ist denn das da? Ach, das sah eben aus wie Ravioli, aber das sind Kartoffeln einfach. Das sind Kartoffeln, Zucchinis. Die werden halt Zucchini, Möhren und Paprika. Okay. Aber halt Paprika-Mix, ne? Grün, Rot, Gelb. Und nochmal zur Dönerproduktion, ne? Was für ein Fleisch ist das, was ihr da habt? Das ist aus Rindernacken. Rindernacken wird das hergestellt. Okay, dann lasst uns mal einen Döner machen, würde ich sagen. Ne? Nochmal für euch kurz. Ne? Ihr merkt ja, ich bin immer sehr akribisch hinterher und frage, wo ist das Fleisch? Eigenproduktion, sonst was. Ne? Und für mich, für einen guten Döner, wo ich hinterstehe und hinter meinem Ranking, die Top 10, da stehe ich mit meinem Namen hinter. Was preise ich euch da an? Ich möchte euch da nicht irgendeine Scheiße anbieten. Und deshalb bin ich so hinterher. Ich will die Leute nicht ärgern und frage nach, wo ist das Fleisch her? Was ist das für Fleisch? Damit ich euch was Gutes empfehlen kann. 11,80 Euro. Oh, er hat so viele Soßen, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll, Mann. Ich denke an Mehmet aus Kutsubi jetzt, da ist die Aubergine geil. Ich nehme Aubergine. Und ich glaube, ein bisschen scharf. Danke für deine Empfehlung auch, Clemens. Der sieht heftig aus, ne? Ja. Der ist extra in der Mittagspause jetzt hergekommen, der Clemens. Wir haben hier richtig schön das Grillgemüse. Selbstgemachter Käse noch mit drauf. Scharfe Soße ist, Clemens sagt, so ein bisschen Salsa-Style. Mal gucken, Clemens, was du mir hier anpreist. So. Ich hab direkt das Brot unter die Lupe genommen erstmal, ne? Ja. Das erinnert ein bisschen an die Konsistenz von außen, crunchy wie Zwieback. Ja. Wie Zwieback und von innen weich, ja. Also sagen wir mal so. Es ist vom Salzgehalt relativ hoch, aber vom Geschmack jetzt noch nicht so, dass es irgendwie komplett rauskleidet. Harmoniert sehr gut alles, finde ich. Fruchtige Note. Ich habe noch mit Clemens eben gesprochen, er hat eine Sache angesprochen, die wirklich immer präsent ist. Er sagt, es ist schwer, ne? Die sind so korrekt, ja. Das muss man ja auch irgendwie mit einfließen lassen. Und da sage ich, wir sind alle nur Menschen, okay? Aber eigentlich musst du es rauslassen. Also ich würde sagen, das ist eine ganz klare 8,3. Mhm. Also nicht sehr, sehr krass, aber auch nicht wirklich schlechter als andere Döner. Vor allem das Grillgemüse macht nochmal so, das Brot macht den Unterschied. Ich bin nahe bei dir, bei der Bewertung. Ja. 8 von 10, ja, ne, ist Top-Döner mit dieser Grillnote, diesen Soßen. Brot mal was anderes, dieser, wie ich gesagt habe, Zwieback-Style von außen, ganz kross. Ja. Finde ich eine feine Sache. Danke dir, Clemens, nochmal. Hey, Holle. Isa, ich sag dir mal eben, deine Bewertung, ich habe dir 8 von 10 gegeben, ne? Geiles Grillaroma drin gewesen. Wenn du mal Zeit hast und mitbringst, können wir gerne auch in die Produktion hinfahren. Dann können wir uns mal anschauen, wie das genau das Fleisch 1:1 herstellt. Okay, das schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ich kann jetzt nicht versprechen, aber wenn jetzt extrem viele Leute sehen wollen, dann wäre ich vielleicht am Start. Genau. Okay, danke Isa nochmal. Dafür nicht. Okay.
Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Hotelzimmer. Ich bin gerade am Trainieren, damit ich gleich schön fressen kann. Ich bin auf der Fresstour durch Süddeutschland. Ich habe mir eure Kommentare natürlich zu Herzen genommen, das Kleinstadtdöner, dass wir da die Goldstücke, die kleinen Diamanten haben. Und deshalb fahre ich jetzt auch in die Kleinstadt. Heute mit dem ersten in klein, keine Ahnung mehr, wie es heißt. Sage ich euch gleich nochmal. Schreibt mir also in die Kommentare auch eure Kleinstadtdöner. Ballert alles in die Kommentare, dann fahren wir dahin. Gutschein ist auch am Start. Let's go. Wolfratshausen ist das genau. Ich muss hier mich noch irgendwo erleichtern, eben gucken, ob eine öffentliche Toilette hier irgendwo ist. Ja. Oder auch vielleicht ein Busch, für den, die es nicht ganz verstanden haben. Da ist er. Da ist er, ja. Meine Eichel kribbelt, wenn ich sie sehe, ganz ehrlich. Echt, oder? Ja, park mal erstmal die, dann sehen wir weiter. So, ehrlich, mit Bahnhofsdöner habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Für uns Bahnhofsdöner wurde zeitweise auch mal Sperr in der Soße bei uns gefunden. Wirklich. Und das nehme ich mir jetzt mal an, ist nicht diese Art von Bahnhofsdöner, sondern ein richtig guter. Sonst habt ihr mir echt Mock empfohlen, das wollen wir nicht. Jetzt werden wir mal den Franklin gebührend empfangen. Wolfratshausen liegt schon ziemlich nah. Leider ist ein bisschen uns. Da hinten sind die Alpen ungefähr. Ja, ja. Hier damals immer Casino, da hinten ein bisschen gezockt und sowas. Ja, ja. Wie ist das? Einen habe ich noch für dich. Guck mal da vorne, wo die Brücke ist. Ne? Da hinter den großen Baum quasi, die da ganz hoch in die Ecke ragt. Und daneben sind doch diese Fähnchen so. Ne? Ja. Da habe ich deine Mutter. Du Sau, du Alter. Ja. Ich bin hier groß geworden in der Gegend, aber ich war noch nie bei dem Laden. Aber der ist wirklich legendär, kann man echt sagen. Okay, dann gehen wir mal Döner fetzen jetzt. Wir haben ja jetzt Bahnhofsdöner am Start, ne? Sozusagen, kann man sagen. Das ist definitiv Bahnhofsdöner. Eigentlich ja immer schlecht, aber der scheint heftig zu sein. Der hält sich auch schon seit Jahren, also den gibt's hier schon, den gibt's schon ewig. Guckt euch das an, das sind riesen Dinger. Da hängt eine halbe Kuh dran. Ja, ja. 4,7 Sterne auf Google. Hat er, ne? Ja. Schau mal da, auch mal mit. Schau dir das mal an. In Bayern bist du erst integriert, wenn du eine Lederhose trägst. Wenn es am Hoden zwickt, dann ist es auf jeden Fall keine gute. Also aufs frische Brot, guck mal, Johann, man sieht gleich natürlich selbstgemachtes Brot. Weich wie meine Eierchen, das muss ich echt sagen, Alter, das ist wirklich schön. Ist das Pute hier? Ich muss mal eben einmal fragen. Es ist tatsächlich Pute. Das Tzatziki erinnert ein bisschen an so eine Salatsauce. Also nicht so klassisch Tzatziki, sondern hat Salatsoßencharakter. Ist mal was anderes, feier ich übertrieben. Putenfleisch halt, wie wir eben gehört haben schon. Muss ich sagen, bin ich echt erstmal direkt gefleischt. Ich bin mal auf deine Meinung gespannt, dass du zu meinen Salatsoßen-Diagnose sagst und komm hier mit dem Fleisch. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also er könnte optisch besser sein. Nein, er sah besser aus als deiner, ich schwör. It was at this moment that he knew he fucked up. Einfach eine Lüge. Go! So. Das kann man fast als Fitnessdöner bezeichnen. Mhm. Der ist ja low-fat. Joghurt, Tzatziki-Soße. Das Fleisch wirkt jetzt auch nicht so fettig. Nee. So wie er ist, mit der Einfachheit der Zutaten, ist er sehr einfach gehalten. Mhm. Ist er sehr, sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ich finde auch. Es ist halt jetzt so geschmacklich so gerade, sage ich. Gerade. Es ist keine Explosion, die noch kommt. Ich bin sowieso eher Kalb-Fan, gut Salzgehalt und da sticht auch gut raus im Döner. Willst du mir da zustimmen? Nee. Ehrlich, nee? Nee. Laber doch nicht. Du laberst einfach immer nur Scheiße. Nein, nein, nein! Ja. Dann beiß doch mal ordentlich ins Fleisch rein. Das ist keine Ahnung. Hast du dir gestern wieder selbst? Ich hab versucht. Aber. Digga. Wer hat das noch nicht versucht? Hast du doch auch schon mal versucht. Wie gestern. Ich hab gestern angerufen einmal, ne? Mhm. Das war ein ganz ungünstiger Zeitpunkt. Hast du einen Rund gerade? Ah, deshalb, ey. Ich denk mal, was für ein Bast. Drück mich weg. Das ist einmal Real Talk. Ja. 1 bis 10 Punkte. 7,8. Ich würde denen sogar eine 8,3 geben. Ne, 8,5 sogar. 8,5. Das Brot macht sehr viel raus. Das Brot ist perfekt. Ich korrigiere auf 8,3. Danke für den Gastauftritt. Schon mal vorab. Und abonniert mir den lieben Franklin am Ende des Videos. Abonniert ihn mal lieber. Aber wenn du noch nicht abonniert hast, abonnier ihn. Schlag zu. Lass ein Abo da, sonst schlägt er zu. Und dann gibt es 10% bei Pamukkale auf meinen Nacken. Oh yes. Ja, Mann. Genau. Am Ende des Videos Franklin abonnieren. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Döner.
ist mir eine verdammte Herzensangelegenheit, für die Dönergemeinschaft den besten Döner Deutschlands zu finden. Ihr merkt, mir kommen auch so ein bisschen die Tränen. Und da will ich einfach, ja, für alle nur das Beste, wisst ihr. Das ist einfach alles für mich, wisst ihr, alles. Wir sind in Hameln. Weiß nicht, so der Rattenfänger von Hameln? Ist das nicht eine Märchengeschichte? Ich habe noch nie, ich schwöre es euch, noch nie so lange für einen Parkplatz gebraucht. So, Alibaba-Döner, den wollen wir nicht, wir wollen Bottrum. Ach ja, ich muss mein Navigationssystem rausholen. Links abbiegen auf Bäckerstraße. Sehr schön. Guckt euch diese schöne Stadt an, das ist nicht normal. Zwitschern hier. Naja, wir sind zum Dönerfressen hier. So. Mhm. Hier soll er jetzt sein, in einer kleinen Gasse. Ich dachte halt zu. Boah. Ich bin so lange hierher gefahren, das wäre so ärgerlich gewesen. Bottrum Döner-Kebab. Oh, ich wusste es, Mann, ich wusste es. Die haben mir selbstgemachten Spieß da hinten. Hack zwar, aber das ist für mich gar kein Problem. Selbstgemacht. Da ist er, ja. Richtig oldschool hier. Das sieht aus fast wie, als wäre das früher ein Grieche gewesen. Na, grüß dich, mein Lieber. Hi. Na, wie heißt du? Ich heiße Ivo. Ivo? Ja. Und du? Elay. Ey, Leih. Ey, ja. Hast du eben schon gesagt, Spieß macht ihr selber, ne? Genau. Brot kauft ihr aber ein, ne? Brot kaufen wir ein. Okay, ja. Aber hier in der, beim Bäcker in der Umgebung, genau. Ne? Was war das Kalb, ne? Genau, Kalbfleisch. Ist das Halal? Ja, ist Halalfleisch. Ist Halal. Genau. Sehr gut. Gut aus. So Leute, jetzt wird's ernst. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Hackspieß. Ich liebe Hackspieß einfach übertrieben. Wenn es selbst gemacht ist, hat es einfach so viel Potenzial. Fleisch testen. Schön würzig, schön fleischig. Dünnes Brot, knusprig. Sag mir zu. Genieße, Leute, ich genieße. Glaubt mir, wisst das mal zu schätzen, wenn jemand sich die Arbeit macht und das selber macht, den Aufwand, die Zutaten dafür ranholen, alles, diese Liebe da reinzustecken, das selber zu machen, wisst das zu schätzen, zahlt einen Euro mehr, glaubt mir. Es wäre, der ist nicht mal teurer, 5 Euro kostet der. Wie lange habe ich nicht mehr einen schönen Hackfleischdöner gegessen? Einfacher Naturjoghurt, man kennt das ja, wenn man jetzt einen Grillteller essen geht beim Türken. Und das hast du hier drin auch, schöner Gegenspieler, es muss Tag-Team zusammen, das muss harmonieren. Schön kross das Fleisch, erstmal spontan zusammengefasst, der Döner. Schön mit dem Sumak, schöne Säure. Der Naturjoghurt dazu, wie ich finde, perfekt. Ihr habt ein super Fleisch, einen super Fleischgeschmack. Ihr habt ein Brot, außen knusprig, in so leicht matschig, wisst ihr, so So, wir sind bei der Bewertung von Bottrum-Döner angelangt. Und Bottrum ist für mich eine 8,2, um es auf den Punkt zu bringen. Aber es geht halt auch noch besser. Da versteht mich nicht falsch, aber ich möchte nicht hören 8 Punkte. Oh, das ist ja so wenig, du hast gesagt, top. 8 ist top. So, ne? So viel dazu. Leute, lasst mir gerne ein Abo da, einen Kommentar, einen Daumen oben. Die Mission muss weitergehen. Ich freue mich auf alles. Und genau, auch die Glocke an. Abonniert mich. So viele haben mich nicht abonniert, die diesen Kanal gucken. Ich würde einfach freuen, wenn ihr einfach ein Abo reinhaut. Für den Support kostet nichts. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.